Eigentlich war das ein ganz normaler Tag für mich, bis ich auf meine YouTube-Nachrichten geguckt habe und mir dann dieses Video hier vorgeschlagen wurde. Und naja, ich habe mir zwei Videos von dem angeguckt und die sind scheiße. Ja, und echte Geschlechter hat es ja sowieso noch nie gegeben. Alles ist nur noch Körpertyp A oder B. Unternehmen haben buchstäblich eine Sozialkreditpunktzahl, wenn sie Propaganda in ihre Spiele einbringen. Ich will hier nur vorsichtig anmerken, dass ich es nicht für gut halte, wenn dabei auch ein ungesunder Lebensstil repräsentiert und als normal dargestellt wird. Willkommen beim Retter der Menschheit. Wir nehmen heute einen Anti-Woken-Hops, weil er sehr viele Falschinformationen verbreitet und irgendwie ziemlich rumschwurbelt. Ich will auch noch mal kurz anmerken, ich benutze das Zitatrecht, deswegen Apfel, wenn du das Video wegstriken solltest, darfst du nicht. Ich darf dein Video benutzen, auch wenn deine Beschreibung was anderes sagt. Denn ich finde deine Aussagen so dumm gefährlich, dass es wieder politisch spalten kann und einfach Hass auf andere Menschen zieht. Außerdem sind hier ein paar Witze drin, die vielleicht beleidigend wirken könnten. Deswegen, keine Beleidigung ist wirklich an dich ernst gemeint, Apfel. Stell dich wie ein Mann. Das erste Video, was jetzt angeht, geht nur 3 Minuten. Er hat das Video schon auf nicht gelistet gestellt. Komischerweise hat er mal in den Kommentaren geschrieben, dass er ja nichts zensieren will und nichts sich verstecken möchte. Aber stellt dann das Video auf nicht gelistet. Oh! Oh! Fuck! Das ist ja komisch. Ich hatte auch selber eingesehen, wie viel Bullshit er in diesem Video gelabert hat. Ich benutze es trotzdem, um zu zeigen, warum Apfel dumm ist. Und ich beweise es, deswegen ist es keine Beleidigung. Ich habe hier eine Bingo-Liste für euch erstellt, für Streamer, die ist in der Beschreibung verlinkt. Die könnt ihr runterladen und in OBS einfach einfügen, damit ihr so ein kleines Spiel während des Videos habt. Bitte liked auch gerne das Video und schaut euch das Video komplett an oder auch mehrmals. Das würde mich ultra supporten, denn das Video war Arbeit und ich brauche danach eine Therapie, weil der so viel Scheiße gelabert hat. Außerdem bin ich jetzt auch YouTube-Partner, ihr könnt ja jetzt bei mir Kanalmitgliedschaften abschließen. Also wenn ihr mich auch so supporten wollt, dann macht das gerne auch so. Dann fangen wir mal an. Okay. JägerInnen können verteidigen. Oh aber nee, um die oder? Tore richtig zu bewachen, braucht man HüterInnen. Oh nee, oder? Kann man das Gender nicht irgendwo ausstellen? Hier bei Audio vielleicht. Okay, hier runter zum Hüter wechseln, alles klar. HüterInnen haben ihre eigene Art. Boah, nee, sorry, das war ein HüterInnen zu viel, Leute. Tut mir leid. Boah, nee. Wir spielen was anderes. Ich mache Rückerstattung bei Steam. Das kommt nicht in Frage. Wäre mal eine Idee, wirklich in die Audioeinstellung zu gehen, oder? Außerdem, warum zensierst du eigentlich dein Gesicht? Auf Twitch kann man das doch sehen. Schämst du dich etwa für die Aussagen, die du im Video treffen wirst? Das ist, by the way, auch nicht nur auf das Video bezogen, auch auf anderen Videos zensiert einfach seine Facecam. Ich meine, man kann dich hier auf Twitch sehen, warum machst du es nicht auf YouTube, hä? Aber zurück zum Gendern-Punkt. Ich bin auch kein Fan vom Gendern. Einfach weil es unsere Sprache noch komplizierter macht, als sie jetzt schon ist. Aber bei deiner gespielten Aufregung darüber ist es einfach so derbe unangenehm, dass ich lieber das Gendern hören würde, als dein Video anzuschauen. Dabei ist es nicht mal deine schlimmste Aussage im Video. Ja, und ihr habt es ja schon eingangs im Clip gesehen. Also der Ersteindruck vom Spiel war eigentlich soweit echt voll okay. Ja, der Ersteindruck vom Spiel war ziemlich gut im Main-Menü. Du spielst hier fucking das Tutorial, Mann. Aber sobald dieser ganze ideologische Gender-Kram einem um die Ohren geklatscht wird. Ich frag mich, ob er sowas wie Ideologie, die Begriffe und so weiter so kennt. Denn eine Ideologie ist es nicht. Gender und sexuelle Orientierung sind tief verwurzelte Teile der menschlichen Identität und nicht einfach irgendwelche Ideologien, die Menschen aufgedrängt werden sollen. Willst du hier also direkt das Geschlecht sowie die sexuelle Orientierung absprechen? Weil du redest hier ja von Ideologien bei diesen Begriffen. Raus. Ich sage, lass die Finger von dem Game. Ich werde in Zukunft einen großen Bogen um die Firma Warner machen. Nach diesem ganzen Pronomen-Debakel habe ich natürlich auch mal auf die Website von Sweet Baby Inc. geschaut. Und Überraschung, Warner ist da eben auch mit aufgelistet. Also wisst ihr, woher der Einfluss kommt? Ja, Warner steht da zwar, aber das ist kein Beweis. Hier tut Sweet Baby Inc. nämlich alle Partner, die sie jemals hatten, nämlich verlinken, so dass man so sagen kann, guck mal, für die Firmen haben wir schon gearbeitet. Oder arbeiten noch zusammen, egal was. Willst du jetzt auch einen Bogen um Steam machen oder was? Außerdem bin ich jetzt noch in die tiefe Recherche gegangen, um zu gucken, ist bei diesem Hogwarts-Game hier wirklich Sweet Baby Inc. mit inbegriffen? Und ich habe nichts gefunden. Auf Steam gibt es keine Hinweise, auf der offiziellen Webseite gibt es nichts. So wie sonst irgendwo, nicht mal auf der Webseite von Sweet Baby Inc. steht das da. Außerdem fängt dann Steam eigentlich an mit Gendern. Deswegen, wieso ziehst du hier random diese Firma rein? Vielleicht willst du damit dein Framing bestärken? Wirklich, wenn du vielleicht die Credits gesehen hast und das beweisen kannst, dass Sweet Baby Inc. da drin steht, dann, ja, dann hast du hier einen Punkt, dass die zusammengearbeitet haben. Aber wenn nicht, laberst du hier einfach ohne Beweise.
Das Witzige, Sweet Baby Inc. ist nur in der Kritik, weil in Alan Wake ein schwarzer Charakter drin war. Aber zu Alan Wake 2 kommen wir nochmal später im Video. Beim Charaktereditor des Spiels ist es übrigens dasselbe. Ihr habt lauter androgyne Mischwesen, wild durcheinander gemischt. Ja, weil es die Voreinstellungscharaktere sind, was hier auch fett steht. Sollen wir die jetzt nach Hautfarbe oder Geschlecht sortieren oder was willst du? Kritisierst du auch sowas in Baldur's Gate oder in anderen Spielen, wo es voreingestellte Charaktere gibt? Willst du einen Button, wo du auswählen kannst zwischen männlich und weiblich? Was ist dein Punkt? Ja, was soll die Scheiße? Wieso bin ich jetzt schwarz? Wenn man die Körpergröße wechselt, dann verändert sich plötzlich das Geschlecht. Beziehungsweise wenn man das Gesicht wechselt, ändern sich auch die Geschlechter. Es ist total merkwürdig. Einfach alles durcheinander gemischt. Es gibt keine klare Abtrennung zwischen männlich und weiblich. Also anfangs war es eigentlich ein Joke, dass er das nach Geschlecht sortieren möchte, aber anscheinend will er das wirklich im Voreinstellungseditor, damit er das Game gameplay-technisch genießen kann. Ich verstehe es nicht. Ich kann wirklich nicht sagen, was hier sein Problem ist, denn du hast dennoch die Freiheit, deinen Charakter so anzupassen, wie du willst. Was ist daran schlimm? Was ist daran schlimm? Ausgerechnet die Personengruppe in unserer Gesellschaft, welche all den Kram, welchen wir jetzt in Quidditch Champions sehen, gefordert hat, will gleichzeitig diese Produkte boykottieren. Denn das ist mir wirklich neu, dass Woke wirklich Forderungen stellen und dann mit Boykottieren drohen. Wirklich, zeig doch mal irgendwelche Einblendungen. Das zeigt doch, dass du einfach gar nicht weißt, wovon du eigentlich redest. Es sagt ja auch einfach wieder irgendetwas, wie beim Sweet Baby Inc., ohne wirklich Nachweis zu zeigen. Niemand von den Woken oder von der LGBTQ-Bewegung hat dieses Gendern in diesem Spiel gefordert. Aufgrund des Umstandes, dass die Autorin J.K. Rowling mit diesen Produkten letzten Endes Geld verdient. Und diese gilt es, wenn es nach der Meinung der LGBTQ-Community geht, zu boykottieren. Das Erscheinen des Spiels wurde von Empörungen begleitet. Die Autorin hinter dem Harry Potter-Franchise, J.K. Rowling, hat in der Vergangenheit mehrfach Aussagen über die Anzahl der Geschlechter gemacht und dabei betont, dass die Frau nicht gleichgeschalten werden darf, sondern besonderen Schutz in der Gesellschaft verdient. Diese Aussagen wurden in der LGBT-Community und ihren Unterstützern als diskriminierend wahrgenommen. Wahrgenommen? Hast du das überhaupt durchgelesen, was sie da auf Twitter tweetet, oder ist das der Grund, warum du das Spiel nicht auf Englisch stellst? Sie schreibt dir einfach auf Twitter, dass der Begriff Frau nicht mehr Frau bedeutet, weil es Transfrauen gibt. Also was für wahrgenommen, wenn du dich mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt hast. Warum erwähnst du dann nicht die anderen Tweets, die sie gepostet hat darüber? Um Leute, die sich damit nicht wirklich auskennen mit der Hogwarts Legacy-Thematik, ich ordne jetzt mal kurz J.K. Rowling ein, damit ihr wisst, warum diese Frau problematisch ist. Denn J.K. Rowling ist ihr ErschafferInnen. Oh nee, oder? Oh nee, oder? Kann man das Gender nicht irgendwo ausstellen? Von Harry Potter. Also sie ist die Autorin sozusagen. Und Rowling wird von außen als TERF bezeichnet. Das bedeutet so viel wie Trans Exclusionary Radical Feminism. Und damit Apfel das auch versteht, sage ich das nochmal im Deutsch. Trans Ausgrenzungsradikaler Feminismus. Und diese schließen Transfrauen aus ihrem Verständnis von Frauen aus. TERF selber nennt sich aber eher genderkritische FeministInnen. Oh nee, oder? Und nachdem ich euch jetzt hier ein paar Tweets einblende, ihr könnt die selber lesen, wenn ihr wollt, macht das J.K. Rowling schon transfeindlich. Besonders mit dem Fakt, dass sie in Anti-Trans-Organisationen spendet, macht sie transfeindlich. Das heißt, es wird nicht nur wahrgenommen, sie ist es quasi. Du hast wahrscheinlich nur 3 Wörter in die Suchleiste eingetippt und das erstbeste genommen, ich meine, der Titel und der Header reicht ja völlig beim Recherchieren, oder? Aber zu J.K. Rowling kommen wir gleich nochmal zurück, denn... Daraufhin begann sich ein wütender Internetmob zu bilden, welcher forderte, das Spiel zu boykottieren, um zu verhindern, dass Rowling durch den Verkauf des Spiels finanziell profitiert. Einschüchtern lassen hat sie sich dadurch nicht. Ja, hier hat ein Punkt. Der Cancel-Versuch von Hogwarts Legacy war wirklich eine totale Shitshow. Das kann man nicht verteidigen. Leute wurden angefeindet, die wahrscheinlich mit dem Thema nie was zu tun hatten und jetzt negativ damit eingestellt sind zwischen Transpersonen, weil es so ein Internetmob gab. Man hat Leute einfach wirklich gespoilert, gedoxt. Es gab sogar eine extra Webseite, wo du nachgucken kannst, ob dein Lieblingsstreamer Hogwarts Legacy gestreamt hat. Dabei hätte man das Ganze viel besser lösen können. Deswegen komme ich jetzt als Captain Einsicht und erkläre, was man vielleicht hätte machen können. Streamer wie Gronkh hatten zum Beispiel geplant, Spendenaktionen für Transpersonen zu starten, was der Bewegung mehr geholfen hätte, als das Spiel zu canceln. Und das finde ich wiederum echt cool von Gronkh. Man hätte Mods mit LGBTQ-Inhalten erstellen können, wie LGBTQ-Fragen, die durch Bilder ausgetauscht werden oder so,
um damit so quasi eine Demonstration zu starten. Man hätte extra Trans-Charaktere im Charaktereditor erstellen können oder die Figur Harry Potter als Symbol zu benutzen für den Kampf gegen Transfeindlichkeit. Würde zum Beispiel auch passen, weil der Schauspieler sich selber zu Transpersonen öffentlich positiv äußert und er kritisiert Rowling auch für ihre Tweets. Er kann sie quasi nicht mehr ausstehen. Und dein Punkt ist jetzt, ihr habt das hier kritisiert. Es ist komplett scheiße gelaufen, Woken steht richtig kacke da und ihr müsst das jetzt wiederholen, weil ihr habt das ja dort gemacht. Erklärt das vielleicht, warum du deine ganzen Fehler immer wiederholst? Denn deine Anti-Woke-Agenda ist auf deinem Zweitkanal ziemlich präsent. Du scheinst das wohl echt gewöhnt zu sein. So, jetzt können wir wieder zurück zu J.K. Rowling, weil er spricht ja das Olympia-Thema an. Und ich sag euch auf das Thema, ich habe mich so hart gefreut darauf. Zu Olympia 2024 machte sie sich erneut stark für den Schutz von Sportlerinnen bei Olympia. Und sie gab uns zu verstehen, dass nur Frauen auch wirklich gegen andere Frauen in so einem gefährlichen Wettkampf wie dem Boxsport antreten dürften. J.K. Rowling beweist damit nicht nur Rückgrat, auch wurde daraufhin gegen sie Strafanzeige erstattet. Denn sein Video wurde am 4.9. veröffentlicht. Also ist nicht wirklich besonders alt. Wahrscheinlich doch, wenn das Video hier rausgeht. Und das Spiel kam am 3.9. raus. Und jetzt ratet mal, wie alt der Artikel ist, den er hier einblendet. 1 bis 2 Monate. Die Information über diese Boxerin ist einfach komplett veraltet und es gibt Theorien oder auch Beweise dazu, dass da vielleicht eine Hetzkampagne gestartet wurde. Alicia Joe hat dazu wirklich ein sehr interessantes Video gemacht. Ich verlinke das mal in der Beschreibung, wenn ihr euch das komplette Video angucken wollt. Das Finale des Frauenboxens bei Olympia ist durch und gewonnen hat diese Frau, die schon seit Tagen im Fokus der Medien steht, weil sie beschuldigt wird, in Wirklichkeit ein Mann zu sein. Besonders Twitter läuft quasi über, was Falschinfos, Hetze und Hass betrifft. Die aktuelle Debatte um Imani Khelif ist nämlich ein perfektes Beispiel dafür, wie eigentlich unpolitische Events, wie ein Sportevent, dafür genutzt werden können, politisch zu spalten und Menschen fast schon zu radikalisieren. Nun ja, der IBA ist zum einen relativ russlandnah. Der Präsident des Verbandes, Umar Kremlev, gilt als enger Vertrauter von Wladimir Putin. Zwischenzeitlich wurde der Verband zum Beispiel auch vom russischen Erdölgiganten Gazprom maßgeblich gesponsert. Aber auch abseits dieser Verstrickung mit Russland gab es für den IOC in der Vergangenheit Unstimmigkeiten. Aber was die wenigsten wissen, Imani Khelif kämpfte beispielsweise auch schon 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio als Frau mit. Damals schied sie im Viertelfinale aus und niemand zweifelte je ihr Geschlecht an. Dann aber bei den Weltmeisterschaften 2023, die vom IBA ausgerichtet werden, wurden die algerische Boxerin Khelif und die taiwanesische Boxerin Lin Yuting relativ plötzlich mitten im Wettbewerb disqualifiziert. Grund war, dass sie durch Geschlechtstests durchgefallen wären. Was diese Geschlechtstests aber genau sind, wurde nicht erklärt. Also nirgendwo konnte man Details dazu finden. Haben sie XY-Chromosome? War nur das Testosteron zu hoch? Oder haben sie gar männliche Geschlechtsmerkmale? Nichts davon wurde klargestellt, die Dokumente wurden nie veröffentlicht. Der IBA hat in dieser Konferenz zwar wieder felsenfest behauptet, ja, sie hätten Bluttest gemacht, das seien Männer, aber man könnte die Testergebnisse leider nicht veröffentlichen, ohne die Zustimmung der Sportlerin. Und ja, okay, verstehe ich. Das ist natürlich eine tricky Situation. Aber ich persönlich fand es ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch. Also warum kann man lautstark behaupten, ja, das seien Männer, weil das Ergebnis des Tests war, aber dann sagen, ja, das Ergebnis des Tests, das dürfen wir nicht veröffentlichen. Also wenn man schon dagegen verstößt, das Ergebnis des Tests zu veröffentlichen, indem man es sagt, ja, dann kann man doch auch bitte all in gehen und schwarz auf weiß irgendwie zeigen, was die Zahlen, Daten, Fakten sind. Für viele Twitter-Nutzer reichten nach der Info über die Geschlechtstests Fotos von Khelif und Lin aus, um zu postulieren, dass das doch ganz klar Männer seien. Man sähe das am Gesicht, an den breiten Schultern und allgemein ganz klar an Körper und Körperhaltung. Ja, also gegenüber einer durchschnittlichen Frau ist das eine ungewöhnliche Statur. Wir müssen aber trotzdem im Hinterkopf behalten, dass wir hier von Profiboxern sprechen. Schaut euch beispielsweise mal die olympische Federgewichtsboxerin Petechio oder Khelifs Halbfinalgegnerin Xuana Peng bei Olympia an. Sie haben auch eine eher ungewöhnliche Statur für eine Frau, würde ich behaupten. Xuana Peng gewann bei den Weltmeisterschaften der Frauen 2023 übrigens Silber und sie hat der IBA nicht disqualifiziert. Danke, Alicia Joe, für diese Einordnung. Und das lustige Apfelnudel sagt quasi zu den Tweets von J.K. Rowling genau das hier. Das Ganze erscheint einfach sehr konfus, denn einerseits scheint diese Frau also wirklich eine stabile Haltung inne zu haben, beziehungsweise einfach noch auf rationaler Ebene denken zu können und auf Linie zu sein. Weil sie so eine Meinung vertritt. Ich sag mal so, wenn du dich richtig mit dem Thema befasst hast, dann solltest du auch die anderen Extremposts, die Spendenorganisation oder auch die anderen Sachen, die J.K. Rowling da macht, eigentlich wissen. Also kannst du dir jetzt aussuchen, bist du lieber transfeindlich oder einfach schlecht in Recherche oder du lässt einfach wichtige Informationen zurück. Aber das können wir vielleicht noch später im Video klären. Also in diesem ganzen Zusammenhang kann ich einfach nichts mehr ernst nehmen rund um dieses Harry Potter Franchise. Ich kann dich nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und ich vermute mal, dass das andere Video, was ich mir jetzt noch angucken werde, genauso kacke ist. Und ja, das war das erste Video, was ich mir angeguckt habe und was soll ich sagen?
Es war nur Rumgeheule von einer fragilen Männlichkeit, weil hier nicht zwischen männlich und weiblich im Charaktervoreinstellungsmenü nicht aufgeteilt wurde. Der wegen Gendern das Spiel einfach nicht spielen kann, obwohl du es vielleicht auch einfach auf Englisch stellen könntest. Oder du bist einfach nur zu dumm zum Recherchieren und zum Lesen. Bitte mach nie wieder solche Videos. Das Witzige ist ja auch, dass dieses Spiel eine sehr positive Bewertung auf Steam hat. Das heißt, es scheint nur ihn zu stören und seine komischen Kommentarleute. Aber ja, vielleicht ist es ja auch so ein Ausrutscher-Video gewesen und die anderen Videos sind besser, oder? Oder? Ich schaue mir also jetzt mal sein erstes Video zu dieser Thematik an und... Oh boy, Identitätspolitik in Videospiele. Na Leute, habt ihr schon einen ausreichenden Vorrat Käfer in eurer Speisekammer? Starfield zeigt uns doch, wie normal es in Zukunft sein wird, dass Insekten auf unseren Tellern landen. Nur weil man Käfer in einem Videospiel essen kann, warum solltest du das in Real Life machen? Wenn jemand sich im Spiel umbringen sollte, machst du das dann auch nach? Bist du dumm? Und wer Starfield wirklich als eine Dokumentation über unsere Zukunft sieht, die wir nie erleben werden, dann freue ich mich schon, durch die ganzen Ladescreens zu gehen, wenn ich die Schnellreise mache. Nur um zur Arbeit zu kommen. Und dass auch die Wikinger uns bereits 800 nach Christus in Themen wie Identitätspolitik schon weit voraus waren, lernten wir dank der Geschichtsstunde in Assassin's Creed Valhalla. Ist doch hinlänglich bekannt, dass bereits im Mittelalter jedes Kind sich sein Geschlecht erstmal in Ruhe aussuchen durfte. Ja, Assassin's Creed ist einfach historisch korrekt. Das merkt man ganz besonders, wenn man gegen Anubis oder Cerberus kämpft und dabei Hades sieht. Das haben die Wikinger ja damals auch gemacht, ne? Oder die Ägypter. Der regt sich halt wirklich darüber auf, dass du am Anfang vom Spiel zwischen Mann und Frau wählen darfst, weil es ja geschichtlich relevant ist. Ich verstehe jetzt nicht wirklich, wo hier das Problem ist, weil du darfst ja aussuchen, welches Geschlecht du spielen willst. Das wirkt schon etwas komisch, wenn du sagst, dass da keine Frau sein darf. Hast du etwa so einen Hass auf Frauen oder was? Was laberst du hier? Ja, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, was du hier sagst, weil es verändert halt quasi gar nichts, nur das Aussehen. Tagsüber lesen wir in der Zeitung, dass Fleisch aus dem Labor die Zukunft sein soll und wir doch für die Umwelt in Zukunft lieber Käfer essen sollten. Abends wollen wir dann unser neu gekauftes Spiel starten, in der Hoffnung, solche Berichte vergessen zu können, und direkt bekommen wir wieder all den Kram ins Bewusstsein gehämmert, welchem viele von uns im realen Leben schon abgeneigt sind. Also wenn du gerne Käfer essen willst, dann mach das doch, aber wieso erwähnst du es die ganze Zeit? Das ganze Ding hat nichts mit Wokeness oder Identitätspolitik zu tun, weil Fleischkonsum und Veganismus gehört nicht zum Woken. Wokeness bedeutet nämlich, dass man aufmerksam gegen Diskriminierung ist. Und theoretisch wäre Starfield damit sogar realistischer als Assassin's Creed, weil das wirklich unsere Zukunft sein könnte. Weil Käfer eigentlich ziemlich gesund sind. Ich würde jetzt auch nicht essen, weil ich finde die auch eklig. Aber wirklich, wie er sich an ganz kleinen Punkten aufhängt, nur um sein Narrativ weiter zu stützen, ist halt wirklich krass. Aber nicht nur bei aktuellen Themen habe ich das Gefühl, dass wir einfach beeinflusst werden sollen in unserem Denken. Auch die Vergangenheit soll umgedichtet werden. Battlefield 5, welches während des Zweiten Weltkriegs angesiedelt war, die Diversität aufzuzwingen, war so ziemlich das Unpassendste, was man sich vorstellen konnte. Ja, weil man damals auch im Zweiten Weltkrieg Roboterhände hatte. Das macht voll Sinn, Kumpel. Also, er sagt hier, hier soll was dazu gedichtet werden. Aber was genau? Du gehst hier drauf nicht ein. Dass Frauen nicht nur im Lazarett gearbeitet haben, sondern auch im Krieg waren. Dass es damals Roboter gab. Dass wir uns zurückentwickelt haben. Bei deinen Videos, denke ich, ja. Leute, ich habe Apfels Video gesehen und möchte wieder ein Affe sein. Ich find's echt gut, wie du das hier alles framest, aber nicht genau darauf eingehst, was da genau das Problem ist. Ich hoffe, dass dein Intro wirklich einfach nur Ragebait ist. Denn ich musste 5 Versuche an unterschiedlichen Tagen machen, um dein Drecksvideo länger als dein Intro anzuschauen. Außerdem beschreibt sich Battlefield generell nicht als historisch akkurat. Aber gut, das war schon seit Battlefield 1 ein Thema, also alles gut. Ja, und echte Geschlechter hat es ja sowieso noch nie gegeben. Alles ist nur noch Körpertyp A oder B. Er regt sich jetzt darüber auf, dass es ab jetzt Körpertyp A und B heißt. Also wenn das dein Ausschlusskriterium für ein Spiel ist, dann solltest du dich mal lieber selber fragen, ob nicht du das Problem bist. Ich kann das nicht mehr. Ich wollte doch einfach nur ein Spiel genießen. Aber Körpertyp A und Körpertyp B. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das Spiel so nicht spielen. Ich kann es nicht genießen. Das Ausleben von Fetischen in aller Öffentlichkeit soll für uns auch kein Tabu mehr sein. Und was haben die Fetische in der Öffentlichkeit, die nicht mal zu LGBTQ+ gehören, mit der Identitätspolitik in Videospielen zu tun? Willst du jetzt sagen, dass Transpersonen nur ein Fetisch leben oder was? Das ist ziemlich dran. Da noch ein Charaktereditor, welcher euch die Genitalien des eigenen Charakters unabhängig vom vorher festgelegten Geschlecht anpassen lässt. Oh nee,
Man kann mit einem Charaktereditor immer detailreicher seinen Charakter anpassen. Uhuhuhuhu. Wir müssen mal darüber reden. Der Typ regt sich wirklich darüber auf, dass du deinen Charakter Sandbox-mäßig egal wie so anpassen kannst, wie du es willst. Wenn du keine Geschlechtsteile sehen willst, hat Baldur's Gate 3, so wie Cyberpunk, sogar eine Einstellung, in dem du das ausstellen kannst. Vielleicht findest du das ja auch in den Audioeinstellungen. Doch jetzt ist mir etwas aufgefallen, weil irgendwo kenne ich diese Stimme. Und das Rumgeschwurbel. So wie der Name sagt mir langsam etwas. Ich bin also auf seinen Hauptkanal gegangen und habe gesehen, dass er damals sehr viele Today-Before-Videos gemacht hat. Und ja, ich kenne die. Denn jetzt muss ich etwas sagen, was vielleicht nicht viele wissen, aber wahrscheinlich Leute, die mich kennen, schon. Ich war Voluntier und ein offizieller Moderator auf dem Today-Before-Discord. Und auf den Prop Night Discord, da war ich sogar Senior Moderator. Wen das ganze Thema nochmal genau interessiert, ich habe ein 1-Stunden-Video über Today Before gemacht und der ganzen Firma Fantastic. Schaut es euch an, auch wenn es qualitativ jetzt nicht mit den Videos mithalten kann. Ich hieß aber damals schon Jura. Ich weiß nicht, ob er mich mal irgendwann in einem Video erwähnt hat, denn ich bin irgendwann ja aus Fantastic einfach rausgequittet. Und deswegen habe ich mal ganz gespannt auf ein Video geklickt, wo der Titel mich schon sehr angesprochen hatte. Das war auch einfach erkennbar, denn als meine Zuschauer mich darüber informiert haben, dass sie wegen jeder noch so kleinen Frage, welche auch nur minimal kritisch ist, sofort in deren Discord, also im offiziellen Fantastic The Day Before Discord, einfach weggebannt und weggetimeoutet werden, ohne Ende. Die Meldungen hierzu häufen sich stündlich bei mir. Bei anderen Kanälen sieht es genauso aus. Also habe ich dem Discord mal einen Besuch abgestattet und Überraschung, ich habe gefragt, warum meine Zuschauer dort einfach weggebannt und weggetimeoutet wurden. Und meine Nachrichten dazu, die waren teilweise gerade mal eine Sekunde im Channel. Die Verantwortlichen hinter The Day Before haben in Echtzeit, damit Kritiker sofort in Echtzeit weggebannt werden können. Auch ich wurde sofort wegentfernt. Nachdem ich ein paar Nachrichten geschrieben hatte, wurde dann auch ich einfach komplett gesilenced. Im Video zeigt er, wie er eine Nachricht eintippt. Warum gibst du eigentlich so viele Sterne ein? Bist du irgendwie dumm? Die dann in Sekundenschnelle gelöscht wird. Tja, das könnte man meinen, dass man ziemlich hobbylos ist, dass man deine Nachricht direkt löscht. In Sekundenschnelle. Und die bösen Moderatoren das waren. Blöd nur, dass du auch einen Screenshot im Video zeigst, wo man dir sogar gezeigt hat, dass es ein Bot war. Ist jetzt ein bisschen unangenehm, ne? Außerdem zeigt er hier irgendwie irgendwelche Discord-Nachrichten, die anscheinend Hass auf YouTuber unterstützen sollen. Oder halt aufzeigen sollen und wir diese nicht gelöscht haben. Tja, ich habe dann mal in der Suchleiste meinen Namen eingegeben, denn ein paar Zuschauer haben mir auch Bescheid gegeben, dass da richtig hart über uns YouTuber abgelästert wird. Tja, da wird ganz schön hart über mich hergezogen in deren Discord. In Form von Diffamierungen gegen mich und meine Zuschauer. Und im englischen Segment sieht es auch nicht wirklich viel besser aus, was die YouTuber dort anbelangt. Das allerbeste ist, dass die offiziellen Moderatoren hinter The Day Before, offizielle Vertreter, das sogar mitbefeuern. Mit solchen Sprüchen wie, haha, der und der, das ist bestimmt ein Zuschauer von Apfel. Der gleiche Typ hat auch mich weggebannt mit der Begründung, dass ich Falschbehauptungen verbreiten würde. Also die Falschbehauptung, dass hier Leute zu Unrecht weggebannt werden würden. Gleichzeitig lässt man aber Hate gegen andere YouTuber einfach so stehen und da wird nichts moderiert. Das ist euer fucking Job, das Discord zu moderieren und auch den Hass gegen andere Leute zu moderieren bzw. solche Nachrichten zu löschen und Nutzer vielleicht auch mal einzuschränken. Junge, ich habe die mir an, ich habe das Video pausiert und ich habe sie mir mal durchgelesen. Ist kein Hass, das ist einfach eine Meinung. Ist für dich Hass, wenn jemand nicht deiner Meinung ist? Das ist schon irgendwie sehr, sehr komisch, Kumpel. Du sagst hier, dass wir unseren Job machen sollen. Ja, wie sollen wir solche Nachrichten dann löschen? Mit welcher Begründung? Da ist ja nicht mal Hass drin. Das ist ja nur eine Einordnung von irgendeinem User. Oder eine Meinung über dich. Und wenn das für dich Hass ist, sind deine Videos denn jetzt Volksverhetzung? Und er blendet hier auch eine Nachricht von Mr. Chintao ein. Und was ist falsch an dieser Aussage? Es hat doch irgendwie gestimmt. Die Leute haben sich deine Videos angeschaut und diese Meinung mit deinen Aussagen übernommen. Klar ist The Day Before ist kein gutes Spiel geworden, aber es war mal ein Spiel. Wer sich zum Beispiel meine kleine Doku da angeguckt hat, der weiß, dass die Brüder für alles verantwortlich sind, warum The Day Before wirklich gescheitert ist. Und du hast damals zu diesem Thema so viel reingeschwurbelt, als hättest du dir einen Aluhut angezogen. Du hast damals gesagt, dass das ein großer, geplanter Scam war, der uns einfach das ganze Geld aus den Taschen ziehen soll. Dabei sind die beiden einfach nur Vollidioten, die haben 2 Wochen vor Release das ganze Spiel geändert. Oder war es 2 Tage? Ich weiß es nicht mehr. Und er sagt hier quasi, dass Leute einfach zensiert werden und gebannt, gemutet oder whatever. Die Leute, die wir wirklich gemutet, gebannt, gekickt oder gelöscht haben, haben einfach nur versucht, das zu machen, was du vorhin kritisiert hast. Sie haben Hass verbreitet. Egal wo. Sie haben andere als dumm diffamiert. Sie haben gesagt, ihr seid alle verblendet und so weiter. Und sowas stört den Serververlauf. Wir Moderatoren, also ich und Mr. Chintao, haben immer gesagt, skeptisch sein ist okay, aber bitte beleidigt nicht andere, macht andere nieder und bleibt konstruktiv. Das haben die Leute nicht gemacht. Du hast daraus einfach eine große Verschwörung gemacht.
und die Leute haben es übernommen. Es gab sogar jemand, der hat damals so Stress auf dem Discord gemacht und nach einer Zeit hat er sich dann auch noch bei mir entschuldigt, was ich ziemlich cool finde, dass er so zu mir war. Außerdem sagt der Typ jetzt auch, dass deine Videos scheiße sind. Also aus irgendeinem Grund hat man sich hier ausgerechnet auf mich eingeschossen. Hättet ihr euch lieber mal im Vorfeld mit meinen Videos ein bisschen beschäftigt? Ich bin grundsätzlich dafür bekannt, dass ich auch immer wieder gerne mal Quellen angebe, so wie jetzt auch. Also hier wird wirklich künstlich nun ein Mob auf mich eingeschossen, der gezielt mich attackieren soll, auf Basis von Lügen. Während der Discord-Moderator selber behauptet, dass er ja nur Falschbehauptungen wegmoderieren würde. Und gleichzeitig unterstützt er die Falschbehauptungen. Damit hat The Day Before einfach die Krone der mangelnden Seriosität erreicht. Auf dich eingeschossen? Bro, du wurdest ein paar Mal im Discord erwähnt und du warst einer der größten deutschen YouTuber, die sich die The Day Before-Thematik als Hauptcontent hochgeladen haben. Wie soll ich da was gegen jemand anderen sagen? Außerdem machst du Kritikvideos und wenn du dann Kontra bekommst dafür auf einen Discord-Server, dann heulst du rum. Was? Uhuhu, die beiden waren quasi deine Väter für deine Klicks. Und als The Day Before vorbei war, bist du auch wieder auf den Boden gefallen. Und das zum Glück, Alter, mit dem Geschwurbel. Und dann stellt er sich jetzt auch noch in die Opferrolle, dass man künstlich einen Mob auf ihn draufgehetzt hätte. Am Mast mit deinen Videos genau das, was du hier gesagt hast. Du hast auf uns Moderatoren direkt einen künstlichen Mob gemacht, weil immer wenn ein Video von dir gedroppt wurde, kamen irgendwelche Idioten auf den Discord und haben uns erstmal beleidigt. Sogar in den Privatnachrichten. Also ja, ich finde dich scheiße. Und dass du dich hier so künstlich in die Opferrolle stellst, zeigt nur, was du für ein Mensch bist. Aber gut, ich habe das jetzt mal eingeordnet. Das war mir jetzt noch wichtig. Ich muss jetzt schon ciao. Wenn du das siehst, du bist ein Ehrenmann. Ich feiere dich. Schade, dass Apfel mit dir so hart umgegangen ist, als der bevor rauskam. Und der mit dir einen Live-Talk gemacht hat, den er dich fertig machen wollte. Aber gut, gehen wir jetzt mal weiter mit dem eigentlichen Thema. Das Ausleben von Fetischen in aller Öffentlichkeit soll für uns auch kein Tabu mehr sein. Hier noch Drag Queens, ohne dass erklärt wird, was die Beweggründe dieser Figur sind. Baldur's Gate 3 ist einer der besten Spiele, die jemals rauskam. Es ist einfach so viel Liebe im Detail. Und das mit dem Fußlecken ist halt einfach ein dummer Joke. Aber dass du sowas auf die Goldwaage legst, war mir schon irgendwie klar. Ist das dieser Hass? Apfel, ist dieser Hass gerade mit uns im Raum? Du nimmst einfach eine komische Szene aus dem Spiel, die optional ist, nur um dein Narrativ weiter auszuspannen. Und sehr wichtig, lass Drag Queens in Ruhe, du dummer Hassmann, das nehme ich sehr persönlich. Außerdem, wie widersprichst du dich hier? Denn am Anfang von Video hast du gesagt, dass es dich stört, dass ein Charakter dir alles sagt. Und wenn ein Charakter das nicht macht, dann ist das auch ein Problem, weil du es ja dann nicht verstehen kannst und es unpassend findest. Dazu Charaktere, welche uns aus dem Nichts heraus erzählen, dass sie doch schon seit Jahren in Therapie wären, sich in ihrer Identität unsicher wären und welche psychischen Lasten sie doch schon so lange mit sich herumtragen. Und mit diesen Charakteren hat man vorher teilweise gerade mal wenige Sekunden gesprochen. Man kennt sich noch gar nicht mal wirklich. Drag Queens, ohne dass erklärt wird, was die Beweggründe dieser Figur sind. Sag doch einfach geradeaus, wenn du nur weiße, heterosexuelle Männer in ein Spiel drin haben möchtest und du einfach andere Kulturen, Sexualitäten und Hobbys hast. Das Witzige ist, ne? Bei diesen Charakteren in Baldur's Gate, da gibt's eine Geschichte. Nur, ich glaub mal nicht, dass du Baldur's Gate gespielt hast, weil, ich meine, Körpertyp A und B bei der Charaktervoreinstellungswahl, ich glaube, das war ein bisschen zu viel für dich. Denn dieser Charakter in Baldur's Gate, diese Drag Queen, besitzt nämlich einen Zirkus. Ja, jetzt macht das einiges um mehr Sinn, oder? In Red Dead gab es zum Beispiel auch so einen Charakter, der jetzt nicht maskulin gekleidet war. Der hatte auch ein Kleid an und so weiter. Und deswegen macht dieser Charakter hier schon Sinn, weil es halt ein Zirkus ist. Außerdem sind Drag Queens cool, wenn du die noch einmal erwähnst, dann hau ich dich. Kommst du dir nach Hause, kack vor deiner Haustür. Dazu Charaktere, welche uns aus dem Nichts heraus erzählen, dass sie doch schon seit Jahren in Therapie wären, sich in ihrer Identität unsicher wären und welche psychischen Lasten sie doch schon so lange mit sich herumtragen. Und mit diesen Charakteren hat man vorher teilweise gerade mal wenige Sekunden gesprochen. Man kennt sich noch gar nicht mal wirklich. Und der Typ kritisiert hier halt wirklich einfach nur schlecht geschriebene Charaktere wahrscheinlich. Manchmal baut sich halt ein Charakter ziemlich langsam auf. Und manchmal ziemlich schnell. Das ist aber wirklich nicht das Problem der Identitätspolitik, sondern das Problem der schlechten Storywriter. Aber klar, du willst wahrscheinlich einen charakterlosen Sigma-Male, der jeden einfach tötet, der gar keine Probleme hat, einfach eine leere Hülle wie ein Ubisoft-Charakter ist. Ich bevorzuge aber in einem Story-Game lieber einen Charakter, der wirkliche Probleme hat und es in der Story schafft, diese zu bewältigen. Der zeigt, dass auch ein starker Charakter Probleme haben und auch Ängste wie Sorgen und sich daran weiterentwickelt und so stärker wird, als er davor schon war. Kratos ist hier zum Beispiel ein wirklich gutes Beispiel.
Er war quasi ein Mann, der einfach rumgevögelt hat, irgendwelche Leute abgestochen und sogar seinen Vater getötet hat. Und die Firma Sweet Baby Inc., die du davor kritisiert hast bei Hogwarts, keine Ahnung wie das Game heißt, hat bei God of War Ragnarok mitgeholfen. Und hier haben wir quasi einen älteren Kratos mit einer toten Ehefrau und auch einen Sohn. Wir sehen hier also einen emotional distanzierten Typen, der jetzt auf neue Situationen trifft, die ihm schwerfallen zu bewältigen. Das, was sie in dem Spiel mit Kratos gemacht haben, ist einfach genial. Aber für dich wäre das wahrscheinlich nicht mehr männlich genug. Er muss quasi jetzt einfach auf seinen Sohn aufpassen. By the way, hier im Video wird quasi bei Pronom Deidem eingeblendet. Und ist das neu? Also ich habe davon noch nie gehört. Das klingt wirklich so, als hätte man damit wirklich eine Lösung gefunden, Tatam ins Deutsche zu übersetzen. Können wir das irgendwo einführen oder so? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Menschen, welche sich aufgrund psychischer Probleme in Therapie befinden, Videospiele spielen, nur um dann noch mehr daran erinnert werden zu wollen, wegen was sie denn jetzt gerade in Therapie sind. Ist es nicht vielmehr so, dass wir dieses Medium nutzen, um den Alltag mal vergessen zu können? Der Punkt ist auch richtig schwach, weil theoretisch müssten wir dann alles irgendwie einschränken. Sei es YouTube, Filme, Musik etc. Überall können Dinge sein, die Leute triggern könnten. Deine Aussage macht so null Sinn, weil ein Charakter, mit dem man sich identifizieren kann oder auch Probleme hat, die man selber hat und sieht, wie dieser Charakter es schafft, diese zu bewältigen, kann dafür sorgen, dass es dir besser geht. Ich habe auch eine Diagnose von einer schweren Depression und mich stören solche Charaktere so gar nicht. Es sind überhaupt Leute, die diese Charaktere stören? Denn solchen Charakteren, denen es schlecht geht, zeigen dir nämlich auch, dass im schlimmsten Fall alles wieder gut werden kann. Das gleiche kann mit Musik kommen. Klar, kann Musik dich auch runterziehen, aber es kann dir auch helfen, wenn du traurige Musik hörst, dass es dir dann besser geht, dass du dich verstanden fühlst. Aber wenn es dir wirklich schlecht geht, such dir lieber professionelle Hilfe. Ich habe mal was in der Beschreibung verlinkt und ich find's einfach insane, wie der Typ hier einfach leere Hüllen für Charaktere fordert, weil man ja vom Alltag abschalten möchte. Weibliche Figuren werden durch den Aktivismus immer stärker zensiert. In Zeiten, in welchen immer mehr Frauen durch OnlyFans und freizügige Instagram-Posts ganz freiwillig und selbstbestimmt ihren Lebensunterhalt verdienen. Frauen werden halt langsam realistischer dargestellt. Ich feiere es auch nicht, wenn ein halbnackter Charakter rumläuft wie ein Stellar Blade. Aber wenn ein Frauenbild wirklich dieses ist, dann bezweifle ich, dass du außerhalb von OnlyFans überhaupt Frauenkontakt hast. Denn viele Frauen kritisieren selber diese OnlyFans-Frauen, weil der Körper so mehr sexualisiert wird. Du tust so, als würde jede Frau dieses OnlyFans-Ding total abfeiern. Dabei ist es wirklich sogar ein gefährliches Thema, das zu positiv darzustellen. Gnu hat dazu mal auch ein gutes Video gemacht, aber ich glaube, du wirst auf sie nicht hören, weil sie eine Frau ist. Außerdem blendest du hier Clips ein, die halt fast identisch sind. Ich weiß nicht, was da zensiert sein soll. Du siehst doch den Arsch. Was ist dein Problem? Im Alltag bekommen wir immer wieder von den Protesten mit, welche sich für Minderheiten einsetzen. Und wenn wir unser Spiel starten, dürfen sich unsere einstigen Lieblingscharaktere von LGBTQ-Figuren verprügeln oder sogar ganz erledigen lassen. Völlig im Widerspruch zu dem eigenen Charakter und der Stärke, welche die Figuren ursprünglich an den Tag gelegt haben. Das ist eine harte Aussage. Aber was ist eigentlich vor dem Kampf passiert? Oh, excuse. You're not supposed to be back here. No, neither are you. One second, I won't tell anyone. You don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Really? Well, I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. Oh, if you'll excuse me. Ah! Oh! Lady, you're lucky I'm a gentleman. Because if I weren't, I would... Oh! I didn't want to do this. Let's see what you've got. Der Typ ist einfach nicht ein Mäus und schlägt einfach seine Frau. Und bei so einem Überraschungsangriff, ey komm, ich würde da auch am Boden liegen. Doch das Ganze wird noch klarer, wenn man den Hintergrund dieses Charakters anguckt. Denn Nadine ist eine südafrikanische ehemalige private Militärunternehmerin. Die ist dann später zu einer Chasseurin geworden und eine ehemalige Anführerin der paramilitärischen Organisation Shoreline. Ich weiß nicht, von was ich gerade rede. Du lässt so eine Info aus deinem Video raus, damit du sagen kannst, dass ein LGBTQ+-Charakter, sie wird by the way nur als LGBTQ+-Charakter bezeichnet, weil sie lesbisch ist. Er hat also was dagegen, wenn eine lesbische Frau einen Mann schlägt, aber wenn es eine Hetero-Frau wäre, wäre das wieder okay, ohne den Hintergrund mit dem Militär zu erwähnen. Während dieser Typ hier, Nate, ein normaler Schatzsucher ist. Ich weiß nicht, ob hier mir vielleicht Lore-Wissen fehlt, deswegen verbessert mich in den Kommentaren, aber macht das dann nicht Sinn, warum sie stärker ist? Besonders mit dem Überraschungsangriff. Und ich meine, bei so einem Überraschungsangriff,
würde ich auch erstmal am Boden liegen und weinen, mich hin und her dreimal wälzen, denn ich bin schon ein großer Ubi-Innen. Oh nee, oder? Und vielleicht wollen ja Firmen in der neueren Zeit jetzt einfach die Minderheiten mit in die Spiele bringen, damit das normalisiert wird. Vielleicht übertreiben damit manche Firmen. Aber gibt es wirklich so schlimme Punkte, wenn jetzt zum Beispiel ein lesbischer Charakter drin ist? Ist das wirklich schlimm für dich, du fragile Männlichkeit? Sind wir mal ehrlich, kommt euch das nicht auch so vor, als würde man uns durch die heutigen Medien, darunter auch im Gaming, ständig versuchen, aktuelle, politisch geprägte Botschaften ohne jeglichen Kontext versuchen aufs Auge zu binden? Wenn ich mich so umhöre, fühlt es sich nicht nur für mich so an, als würde man uns Themen wie Identitäts- und Umweltpolitik nur noch sinnbildlich mit dem Hammer in unseren Verstand prügeln wollen. Ja klar, ein Spruch auf dieser Tasse, auf dem Powerfrau steht, hat mich jetzt so manipuliert, dass ich Frauen jetzt mehr respektiere. Das sollten wir Mäus zeigen. Vielleicht schlägt er dann nicht mehr seine Ehefrau. Danke an diese Propaganda. Oh, hier ist ein Twitter-Kommentar, dass ich mich umbringen soll. Suizidpropaganda? Ich glaube, der Typ würde auch ein Bewerbungsgespräch abbrechen, wenn auf der Tasse vom Chef steht, dass er der beste Boss ist. Oh nee, das ist ja voll die Propaganda. Und er redet hier ja von politischen Botschaften. Ich verstehe den Punkt jetzt wirklich nicht. Denn welche Vorteile gäbe es denn für die Politik denn? Das Einzige, was man damit machen will, dass man mehr Rechte für diese Menschen macht, damit sie auch nicht mehr angefeindet werden und die normal leben können. Du schreibst hier in dein Thumbnail sogar Vogue-Propaganda. Ich hoffe, du erwähnst das nicht im Video. Welchen Vorteil hätte es, dass dieses Bild propagiert wird? Oder auch, dass mentale Krankheiten immer mehr thematisiert werden, damit es auch mehr darüber Aufklärung gibt? Deswegen frage ich dich nochmal, hättest du wirklich einen Nachteil deswegen? Ich meine, du hättest ja auch nur Vorteile, wenn mehr Männer sich halt schwul outen. Vielleicht findest du dann auch außerhalb von OnlyFans eine Partnerin und ohne ein 20-Euro-Abo. Du tust so, als würden wir hier voll stark beeinflusst werden von den Medien. Denkst du etwa, dass die Regierung uns schwul machen will? Oder was ist dein Punkt? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Serious crap. Nachdem ich mir deinen Hauptkanal angeguckt habe, hast du eine Identitätskrise. Ich weiß nicht, ob du Meinungsblogger sein willst, ob du Gaming-News verbreiten möchtest, ob du vielleicht einfach nur Tutorials machen willst, Guides, Lore erklären oder auch Let's Plays. Was ist dein Kanal? Das zeigt doch, dass du eine Identitätskrise hast. Und den bisherigen Höhepunkt erreichen wir damit, dass uns nun vermittelt werden soll, westliche Staaten hätten den endgültigen Sieg über den Osten erlangt, indem man kulturelle Klischees mit einem Erscheinungsbild vermischt, weil es den Erwartungen völlig widerspricht. Du willst mir also jetzt sagen, dass die USA sich in Spielen besser darstellt, als sie wirklich ist? Wie lange hast du gebraucht, um das zu checken? Simplicissimus hat dazu mein gutes Video gemacht, ich verlinke das auch, in dem erklärt wird, dass Filme sehr stark mit dem Pentagon zusammenarbeiten, damit sie die Sachen benutzen können. Das spart sehr viel Geld ein. Und deswegen ändern sie auch die Skripte, damit die USA natürlich besser dasteht, so wie das Militär. Propaganda ist auch der Versuch, das eigene Volk dazu zu bringen, auf der Seite des Landes zu sein und das andere Land schlecht zu reden. So macht das zum Beispiel auch Russland, indem andere Meinungen einfach verhaftet werden. Dort gibt es sogar echte Propaganda über Dinge außerhalb von Russland. Jetzt sag mir, was soll bei dieser LGBTQ- oder Vogue-Propaganda denn an der anderen Seite schlecht geredet werden? China hat sogar Content-Creator, die einen Free-Key für das Spiel Wukong bekommen haben, einfach verboten, über das Thema Corona-Lona oder feministische Propaganda zu reden. Aber was hat das jetzt eigentlich mit der Identitätspolitik zu tun? Was haben LGBTQ-Mitglieder davon, wenn die USA sich besser hinstellt als andere Länder? Natürlich kann es sein, dass ich hier nur zu viel reininterpretiere. Ja, das tust du. Aber wenn ihr dieses Video zu Ende gesehen habt, werdet ihr verstehen, warum meine Gedanken plausibel sind. Sein Intro endet hier und das waren gerade mal 3 bis 4 Minuten. Wahrscheinlich geht's für euch schon länger. Und wenn ich jetzt wirklich auf jeder seiner einzelnen Aussagen eingehen würde, würde das Video schon eine ganze Staffel oder ein Film werden. Deswegen versuche ich mal seine Punkte kurz reinzuspielen, meine Meinung dazu zu sagen, seine Punkte zu entkräften und hoffentlich geht das Video keine Stunde. Erinnern wir uns mal zurück zu dem Punkt, als wir damit begonnen haben, uns für das Spielen überhaupt erst zu begeistern. Fremde Welten, in welche man sich regelrecht verlieren konnte, Herausforderungen, auf welche wir stolz waren, dass wir sie gemeistert haben, Charaktere, welche man nach dem Ausschalten des Geräts vermisst und das Allerwichtigste, Abstand von all den Verpflichtungen im Leben und Dingen, welche uns nicht nur körperlich erschöpfen, sondern in unserem Alltag möglicherweise sogar eine psychische Belastung darstellen. Jetzt will ich aber wirklich wissen, was hat sich denn hier wirklich verändert? Du kannst immer noch alles erkunden, ich meine, Ubisoft gibt dir
dir sogar eine Checkliste an die Hand. Die Welt entwickelt sich halt weiter und neue Themen werden einfach relevant. Für mich wäre zum Beispiel ein schwarzer Charakter, der an Rassismus leidet und die ganze Thematik aufarbeitet, viel interessanter als der 500. weiße Charakter, der irgendwas versucht zu retten und dabei auf Locke erstmal einen Massenmord begeht. Spiele wollen uns auch immer eine Geschichte erzählen und auch Dinge aufklären. Wir können uns an Spiele wirklich etwas weiterbilden in manchen Themen. Und damals war halt einfach dieses LGBTQ+-Thema einfach nicht so präsent, wie es heute ist. Und deswegen frage ich nochmal, hat sich wirklich daran was verändert? Wieso erwähnst du zum Beispiel nicht die Beispiele bei Sweet Baby Inc. mit Kratos zum Beispiel, der jetzt mehr Emotion zeigt? Wir sehen einen Mann, der gebrochen ist, aber trotzdem weitermacht. In Ghost of Tsushima haben wir einen Samurai, der seine komplette Ehre verloren hat, so wie seine Samurai-Freunde. Er ist quasi der letzte Samurai, der noch alles versucht zu retten. Er geht sogar durch so viel Scheiße, dass er einen Freund verliert. Aber in Sachen Ehre, da kennst du dich wahrscheinlich gar nicht aus. In das neue Casting of Frank Stone haben wir auch sehr viele Charaktere, die nicht den Schönheitsideal verfolgen, aber trotzdem Charaktere sind, die du ins Herz schließen kannst. In Resident Evil 7 und 8 haben wir einen Vollidioten, der statt die Polizei anzurufen, in ein fremdes Haus geht, um seine Frau zu retten. Und die Begegnung mit jemand wie Jack Baker, der am Ende diesen Dialog haltet, hat mich einfach so krass berührt, dass ich ihn Ich vermisse diesen Mann und ich hoffe, irgendwann kommt er in Dead by Daylight rein. Ich würde mir das DLC sogar 7-mal kaufen. Ich kann den Apfel einfach nicht nachvollziehen. Es gibt ja auch immer Flops, die gab's auch damals. Aber nur nicht so präsent wie heute. AAA Studios machen einfach so viele dumme Entscheidungen und diese zu kritisieren sind okay, aber wie du das machst, ist nicht okay. Ich habe dieses Jahr auch sehr viele Horrorspiele gespielt, die auch mit psychischen Krankheiten spielen, wie es war ich, indem du einfach ein Schizophrener, zum Beispiel auch in Psych, indem du ein schizophrener Mensch bist, der sich Dinge einbildet, die so nicht passiert sind. In At Dead of Night, das quasi wie ein kleiner Film ist, in dem dich Jimmy töten möchte, aber du im Verlauf bemerkst, dass er das nicht selber ist. Wirklich, diese Szene hier hat mich auch ziemlich berührt. Außerdem gibt's auch die Chillers Art Spiele, die sich in Sachen auf wirklich reale Probleme beziehen, wie zum Beispiel parasoziale Beziehungen, und diese als Kunst darstellt. Deswegen frage ich dich, was hat sich denn genau verändert? Und ich könnte ja sogar jetzt noch weiter darüber reden, aber ich glaube, ihr seid alle eingeschlafen. Warum aktuelle politische Narrative auch dem Gaming nicht zugute kommt, lässt sich mit einem Wort erklären. Escapism, oder zu Deutsch der Eskapismus. Der Begriff Escapism wird dann verwendet, wenn man die bewusste Flucht raus aus der realen Welt und hinein in die Fantasie und fiktive Werke sucht. Darunter auch durch das Spielen von Videospielen. Gerade dieses Medium ist wie dafür geschaffen, der wirklichen Welt zu entfliehen und einfach mal den Alltag zu vergessen, da wir interaktiv Teil einer anderen Welt werden können. Das Abtauchen in eine andere Welt lässt uns körperlich und auch seelisch entspannen. Das Spielen bildet unser Gedächtnis, verbessert unsere räumliche Orientierung, weitsichtiges Denken und Feinmotorik. Man wächst an Herausforderungen und erzielt Erfolgserlebnisse. In Verbindung mit einem ausgeglichenen Lebensstil bringen Videospiele uns Freude, können so Stress abbauen und sich positiv auf zwischenmenschliche Aktivitäten und Kommunikation mit anderen in unserem Alltag auswirken. Idealerweise verbinden sie uns sogar noch mehr durch gemeinsames Interesse. Es geht aber auch um die Abwehr von unerfreulichen Aspekten der Realität, bis hin zu dem Punkt, an welchem Videospiel. Klingt doch erstmal nach etwas ganz Guten, oder? Doch Escapismus ist nicht wirklich gesund. Der Begriff wird auch von Psychologen eher als negativ bezeichnet. Und ich erkläre das jetzt mal hier. Ich wette, jeder, der mal so ein Psychologengespräch hatte, hat er auch schon mal Kritik vom Psychologen bekommen, wenn du zu lange am PC bist. Denn Escapism beschreibt nämlich den Drang zur Flucht aus der Wirklichkeit, sowie eine Abwehr von unerfreulichen Aspekten und Anforderungen der Realität. Man läuft also, wie Moi schon sagte, vor sich selber weg. Noch leichter gesagt, du fließt einfach aus deiner gesellschaftlichen Rolle im Alltag in eine andere Welt. Egal, ob dich zum Beispiel Arbeit, Termine, Schulungen oder sonst etwas stresst, da kann das Entfliehen in einer anderen Welt schon angenehm sein. Doch die Gefahr, in eine Einsamkeit zu kommen, in dem alles entfremdet wird, sich immer mehr zu isolieren und seine Probleme immer weiter nach hinten zu stellen, was zu ernsthaften psychischen Krankheiten führen kann oder diese sogar bestärkt. Kein Psychologe würde dir sagen, dass du dich in diese fiktive Welt entfliehen solltest. Und ich find's einfach weird, wie Apfel das so positiv darstellt und total unangebracht. Denn mit einer Einsamkeit, Realitätsverlust, einer Sucht und das Ignorieren von realen Problemen, das sowas wie Eskapism auslösen kann oder sogar bestärkt, ist total unverantwortlich, das für dein Narrativ zu benutzen.
Ihr könnt es so vorstellen, dass sich Leute dadurch wirklich bestärkt fühlen, dass das, was sie tun, das Richtige ist, sich von allen zu isolieren. Wir sogar schon konkrete Lebenshilfe geleistet haben. Über die Jahre hörte ich immer wieder, wie Dark Souls Spielern auf der ganzen Welt dabei geholfen hat, es aus einer anhaltenden Depression herauszuschaffen. Während wir Spieler vor einer Vielzahl scheinbar unbezwinglicher Hürden und Herausforderungen stehen, begegnen wir seltenen Hoffnungsschimmern, welche uns zeigen, dass noch nicht alles verloren ist. Das geht bis hin zu Spielern, welche suizidgefährdet waren und durch die Erfahrungen mit dem Spiel ihre innere, destruktive Stimme zum Schweigen bringen konnten. Dazu gibt es zahlreiche Berichte und Videos im Netz. Es geht nicht nur um die vorübergehende Flucht vor der Wirklichkeit oder um das eigene Vergnügen. Wirklich, sucht euch lieber einen Therapeuten und hört nicht, was er da sagt. Kauft euch nicht Dark Souls, nur damit ihr denkt, damit könnt ihr eure Depression bekämpfen. Denn wenn du 100-mal am gleichen Boss stirbst und dann merkst, wie unfähig du bist, kann das sogar noch schlimmer enden. Aber es ist cool, wenn das sogar wirklich geholfen hat. Ich verstehe nur nicht, was das mit dem Videothema an sich zu tun hat. Besonders bezogen auf den Escapisten-Kapitel, weil dieser Teil immer noch da drin liegt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen mit Depression sogar noch tiefer in diesen Escapisten reinkommen, dass sie sich noch mehr isolieren, was ich zum Beispiel auch selber schon mal gemacht habe. Aber jetzt kommt der wichtige Teil. Spiele können nur etwas in uns Spielern bewirken, wenn sie uns nicht permanent durch ein politisch motiviertes Dauerfeuer ständig an den Alltag oder negative Erfahrungen erinnern. Ihr wisst nicht, wie dieser Satz mich wirklich getriggert hat. Er nutzt den Begriff, der psychologisch negativ ausgelegt ist, nennt nur die positiven Punkte und dann benutzt er psychische Krankheiten wie Depression aus, um seinen Punkt stärker zu machen, um dann zu sagen, wir wollen halt diese Ideologie nicht, weil es belastet uns so viel. Im Alltag hören wir nur davon. Wir müssen einfach entkommen. Ich finde dich einfach wirklich widerlich, Apfel. Und ich glaube, dass Mr. Jintao und ich damals nicht Unrecht hatten mit dem, was wir über dich gesagt haben. Die Ironie an allem ist, dass all der Aktivismus von heute nie nötig war. Zu einer Zeit, als westliche Medien und Politik noch nicht durch eine Agenda etwas beeinflussten. Doch, der Aktivismus ist nötig. Weißt du, wann Schwule in Deutschland heiraten durften? Erst seit 2017. Das ist nicht mal so lange her. 2004 war Vergewaltigung in der Ehe noch teils unbestraft. Rassismus, Transfeindlichkeit, Homophobie sowie Frauenfeindlichkeit sind immer noch ein präsentes Thema. Was auch verdammt traurig ist, dass das überhaupt noch ein Thema ist. Auch die unfairen Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, in denen die Frau benachteiligt ist, aber auch der Mann in anderen Bereichen. Der Feminismus versucht nämlich diese Punkte auch vom Mann zu verbessern. Der Feminismus hat sich auch weiterentwickelt. Aktivismus ist einfach wichtig. Ich blende hier wahrscheinlich noch ein paar Dinge im Video ein, was der Aktivismus schon alles geschafft hat in den letzten Jahren. Und besonders gegen rechts ist dieser Aktivismus wichtig. Die anderen einfach versuchen zu schaden. Mein Video könnte man quasi jetzt auch als Aktivismus bezeichnen, weil ich mich auf deine Punkte im Video, die ich besonders gefährlich finde, auseinandersetze, um hier Aufklärung zu geben. So ist der Bossgegner Gwindolin seine Auftritte bekam. Ganz im Gegenteil, Dark Souls wird als eines der besten Videospiele aller Zeiten betitelt und begründete ein komplett neues Genre. In der Welt von Dark Souls wurden männliche und weibliche Kinder bei ihrer Geburt unter ihrem jeweiligen Symbol geboren. Entgegen aller Erwartungen wurde das letzte Kind des Königs, aber mehr als Junge geboren. Aufgrund der starken Bindung des Kindes zum Mond jedoch als Tochter aufgezogen, weil es die Gesellschaft durch ihre festgefahrenen Glaubenssätze anders nicht akzeptiert hätte. Gwindolin wurde aufgrund der Umstände ein Leben lang versteckt, da ihr Erscheinungsbild in der Geschichte von allen als abstoßend empfunden wurde. Dem Charakterdesign als auch dem Kampf gegen Gwindolin, welchen der Spieler später antreten darf, kann man viel entnehmen. Das Gesicht wurde im Gegensatz zu den anderen beiden Kindern des Königs verdeckt, genauso wie Gwindolin auch das ganze vorherige Leben stets anderen aus dem Weg gehen musste, tut sie das nun auch bei der Begegnung mit uns Spielern. Dass die soziale Distanzierung aufgrund der Angst vor der intoleranten Gesellschaft elementarer Bestandteil des Kampfes wurde, ist in meinen Augen ein weiterer Beweis für die Genialität des Spiels. Im dritten Teil wurde sie anschließend der neue König. Aufgrund der Ereignisse im ersten Teil ist die ihr entgegengebrachte Intoleranz nun kein vorherrschendes Problem mehr und sie fand den Mut, sich nun frei in der Welt zu bewegen und Gutes bewirken zu können. Warum das im Falle von Dark Souls, welches noch mehr Inhalte dieser Art geboten hat, nicht der Fall war. Die Erklärung finden wir darin, dass Dark Souls es schaffte, das Thema unaufdringlich zu vermitteln und gleichzeitig dieser Figur einen Hintergrund zu geben, welcher uns Spieler nachvollziehen lässt, in welcher Haut Menschen stecken können und in unserem Unterbewusstsein vielleicht sogar Mauern gegenüber diesen abbauen. Jetzt erzählt er quasi über einen Dark Souls-Boss, die eine sehr interessante Hintergrundgeschichte hat. Doch anhand deiner Aussagen im Video davor: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Menschen, welche sich aufgrund psychischer Probleme in Therapie befinden, Videospiele spielen, nur um dann noch mehr daran erinnert werden zu wollen. Ist das nicht irgendwie triggernd, wenn man das anspricht? Weil reale Probleme haben ja nichts in Videospielen zu suchen, wegen Escapism. Man will doch entfliehen. Der Typ hat sich hier also quasi selber widersprochen. Ich weiß, dass er hier ansprechen möchte, dass das hier nicht so aufdringlich sein sollte. Nur, du hast bisher auch gar kein Beispiel gezeigt, wo das zum Beispiel aufdringlich ist. Würdest du hier Beispiele zeigen, dann könnte ich vielleicht so sagen, ja okay, da könnte man sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber du zeigst dir einfach gar nichts. Gegenbringen. Nicht eine oberflächliche Inszenierung, nur um die Diversitätscheckliste auf der eigenen Unternehmensagenda wiederum ein Kästchen mehr abhaken zu können und sich als der nette, tolerante Videospielpublisher in der Öffentlichkeit darzustellen. Ähnlich verhielt es sich mit Keine aus Nier, beziehungsweise dem Remake Nier Replicant. Das Spiel ist ein echter Geheimtipp. Ja, totaler Geheimtipp.
Dann haben wir noch Bioshock, welches im ersten Teil glaubhaft die Auswirkungen von zügellosem Kapitalismus auf die Gesellschaft inszenierte. Andrew Ryan baute eine Stadt unter Wasser, in welcher niemand durch Gesetze, Steuern oder Zensur zurückgehalten werden sollte. Das Resultat war zügelloser Konsum von Drogen und Versklavung von Menschen gegen ihren Willen sowie eine Widerstandsbewegung, welche das System ins Chaos stürzte. Jetzt ist es doch wieder gut, reale Themen reinzubringen. Im zweiten Teil wurde das extreme Gegenbeispiel des rücksichtslosen Sozialismus aufs Korn genommen. Dr. Sophia Lamb erschuf ein sozialistisches Regime, in welchem völlige Selbstlosigkeit zum Wohle der Gemeinschaft das Ziel war. Wer nicht mitmachte, fand durch politisch ausgeübte Gewalt sein Ende. In der Geschichte ging Lamb sogar so weit und wollte das Kollektivbewusstsein durch Spritzen in die Menschen initiieren. Also wortwörtlich eine Impfung gegen den freien Willen. Na, an was erinnert uns das wohl? Und in... Och nee, wenn er jetzt noch gleich mit der Telegram-Gruppe ankommt, dann gebe ich auf. Und im dritten Teil war der religiös geprägte Rassismus Hintergrund von Bioshock Infinite. Nie wurde in Bioshock eine Seite verherrlicht, aber eine für uns Spieler wertvolle, kritische Botschaft ganz allgemein an Regierungsformen als Hintergrund gezeigt. Die eigene Geschichte unserer Charaktere war dabei immer eine eigene, im Vordergrund und ein nachvollziehbarer Teil der vorherrschenden Umstände. Politik war auch hier wieder nur subtil vermittelt. Auch von Bioshock gibt es übrigens Remakes, falls ihr die Games mal nachholen wollt. Guck mal, ich kann's verstehen, dass das so nebenbei erzählt wird und der Spieler halt dann die Story vertieft. Nur etwas unkritisch darzustellen, ist einfach verdammt gefährlich. Stell dir mal vor, wir würden jetzt ein Wolfenstein-Spiel haben oder ein COD, was im Zweiten Weltkrieg spielt, wo die Nazi-Zeit positiv dargestellt wird. Und das wird unkritisch einfach so gezeigt. Findest du nicht, dass es auch gefährlich wäre? Ich habe die Bioshock-Teile nicht gespielt, aber etwas unkritisch darzustellen, indem einfach jemand Ja sagt, wie KuchenTV im Anita Duck-Video, ist das nicht gefährlich? Klar, ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Alles, was ich hier gesagt habe. Ich weiß auch, was er hier kritisieren möchte. Er will hier einfach schlechtes Storywriting aus neueren Spielen kritisieren. Aber was hat das wirklich mit Wokeness zu tun? Alan Wake 2 ist zum Beispiel von Sweet Baby Inc. beraten worden und gilt als einer der besten Story-Games, die ich bisher noch gar nicht spielen konnte. Fick dich, PC! Und trotzdem kritisieren solche Unterhasen wie du, die wegen Sweet Baby Inc. negativ eingestellt sind, dass dieser Charakter hier keinen Sinn ergibt, weil sie schwarz ist. Und 50% der Story einnimmt. Und genau die Firma, die du dafür verurteilst, dass sie sowas machen, hat einfach in dem Spiel einfach nur beraten. Die haben keine Charaktere geändert oder sowas. Und deswegen verstehe ich diesen Punkt nicht. Es gibt wirklich so Vollidioten, so Steam-Kuratoren, die bewerten ein Spiel, weil es Körpertyp A und B gibt. Ich denke jetzt wirklich nicht, dass du mit Alan Wake ein Problem hast. Ich habe mir deine anderen Videos nicht gegeben, vielleicht kritisierst du es da ja auch. Aber wenn man so deine Videos anguckt, dann denke ich irgendwie teilweise, dass du wirklich zu diesen Gruppen von Leuten gehörst. Wenn du jetzt diese Story gut findest und diese nicht, ist dann Gendern das Problem? Ist das Problem, dass die Charaktere Pronomen haben oder sogar ein Geschlecht oder auch eventuell auf Gleichgeschlechtliche stehen oder sogar gar nicht das Schönheitsideal mehr verfolgt wird, wie es damals gemacht wurde, damit du dir darauf einen runterholen kannst? Denn diese Eigenschaften haben nichts mit der Story zu tun. Wenn ein Spiel von der Story schwach ist, dann kannst du das nicht auf die Wogen schieben. Westlichen Videospielpublishern und deren Studios bieten sich lukrative Vorteile, sofern sie das Narrativ unterstützen. Ab einer gewissen Größe haben Unternehmen die Möglichkeit, den Börsengang zu machen. Eine Firma kann so Anteile des eigenen Unternehmens verkaufen, um an Sonderkapital zu kommen. So können Unternehmen auch Bestandteil von Finanzprodukten wie Aktienfonds werden. In vielen Fällen werden solche Fonds auch nach den ESG-Kriterien behandelt. Wenn ein Unternehmen durch die eigenen Produkte Themen wie Identitätspolitik und Umwelt repräsentiert, werden sie im Anschluss höher eingestuft durch diese ESG-Rating-Agenturen. Die Aktienpakete werden wiederum an interessierte Investoren verkauft und dank der Unternehmensanteile darin, welche automatisch mitverkauft werden, erhalten auch unsere großen Videospielpublisher wie Microsoft, Bethesda und viele weitere Firmen immer mehr Sonderkapital, wenn es zur Vergrößerung und Verbesserung der eigenen Firma genutzt werden kann. Diese Unternehmen fertigen auch eigens für diesen Zweck ESG-Berichte an, welche ihr einfach so bei euren Lieblingspublishern downloaden könnt. Dort wird unter anderem dann auch aufgelistet, welche Themen Bestandteil der eigenen veröffentlichten Produkte wurde. Alles ist für euch öffentlich abrufbar und einsehbar für jeden. Auch hier kritisiert uns Apfel, der nicht weit vom Pferd fällt, das ESG-Rating. Aber was ist das überhaupt? Weil er erklärt das gar nicht so genau. Das ESG-Rating steht für Environmental Social Governance, also auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und dieses ESG-Rating ist quasi ein Bewertungssystem, das Unternehmen anhand ihrer Leistungen in diesen drei Bereichen beurteilt. Ein höherer ESG-Rating könnte zum Beispiel Vorteile bei Investoren bringen, da viele Kapitalanleger vermehrt auf nachhaltige und sozial verantwortliche Unternehmen setzen. Und dann gibt es Leute wie Apfel, die Dinge reininterpretieren, dass ESG dafür verantwortlich ist, dass Publisher und Entwickler auf diverse und inklusive Inhalte setzen, um ihr ESG-Rating zu verbessern. Das klingt zum Beispiel schlüssig, wenn man Apfels Video anschaut. Doch wenn man selber darüber recherchiert, dann merkt man eigentlich, wie viel Scheiße hier labert. Denn dieses ESG-Rating hat viel weniger mit den Spielen an sich zu tun, sondern eher was mit dem Unternehmen. Er zeigt dir zum Beispiel einen ESG-Bericht von Blizzard und markiert genau eine Stelle. Das hat nur was mit den Mitarbeitern zu tun,
als wirklich mit den Spielen. Außerdem will ich anmerken, dass diese ESG-Berichte für mich so wirken, als würde man sich selber beweihräuchern und einfach Greenwashing betreiben. Ich habe zum Beispiel auch diese Dokumente mal durchgelesen und ich habe hier keinen Teil gefunden, wo steht, hier haben wir diesen Charakter, der divers ist, eingefügt. Sondern hier haben wir so viel Frauen und so viel Non-Binary, Trans und so weiter eingestellt. Jetzt mal ehrlich, du zeigst ja eine Statistik, ohne diese zu erklären und hoffst, dass Leute da nicht genauer nachgucken. Hauptsache, da steht irgendwas mit Non-Binary, weiß, schwarz, keine Ahnung was, um dein Framing weiter zu betreiben. Da im Intro ja auch Ubisoft erwähnt hat, bin ich auch mal auf deren ESG-Rating gegangen. Und was soll ich sagen, es klingt halt, als würden sie sich selber den Dick sacken. Denn hier tun sie unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel das Erkunden, so positiv darzustellen, dass man denken könnte, dass sie wie Apfel jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen. Zum Beispiel hier bei Erkunden tun sie einfach, dass man verschiedene Welten erkundet und diverse Settings. Macht man das nicht eigentlich fast in jedem Spiel? Aber nee, das ist mir zu divers. Ich will nur in Deutschland sein. Es gibt hier wirklich nicht viel, das wirklich sagt, was da wirklich an Diversität und so weiter ist. Das ist also wirklich gar kein Beweis. Man schreibt das Ganze wahrscheinlich wirklich fürs Marketing da rein, damit man Sponsoren und Marketingleute findet. Das heißt, die Firmen lutschen sich hier selber ein. Das Witzige ist sogar, dass hier Ubisoft sich mit Player und Data Protection rüstet, nehmen aber Spielern die Spiele weg, weil sie ja nur die Lizenz erwerben. Das Einzige, was ich über Diversität gefunden habe, war, dass sie das Spiel für mehr Leute öffnen wollen, dass jeder daran Spaß haben kann, dass die Kultur weiter verbreitet wird, dass wir vielleicht auch andere Kulturen kennenlernen. Ob das so viel Sinn macht, wenn man gegen Anubis kämpft, aber gut. Das heißt, das ESG-Rating hat nicht wirklich viel mit der LGBTQ-Bewegung zu tun, einer Agenda oder sonst irgendwelche Begriffe, die du gerade gelernt hast. Ich bin mir sehr sicher, dass es einfach Greenwashing für Sponsoren, die dann eher mit den Leuten zusammenarbeiten. Außerdem, ein Entwickler, der ein niedriges ESG-Rating hat, ist jetzt nicht anti-woke oder sowas. Es gibt zahlreiche Diskussionen im Internet und ich glaube einfach, der ist ein Asmogold-Fan und dachte so, ja, ich werde jetzt der deutsche Asmogold. Heißt du überhaupt so? Och, bitte nicht. Bitte habe ich es nicht falsch. Nein. Doch das Ding wird jetzt noch skurriler, denn jetzt verbindet er das mit dem Social Credit System. Die angesprochenen Finanzprodukte kann theoretisch jeder von euch jederzeit einfach so kaufen. Unternehmen haben buchstäblich eine Sozialkreditpunktzahl. Und jetzt muss ich mal wieder etwas erklären. Oder wie erklärt Apfel das denn eigentlich? Unternehmen haben buchstäblich eine Sozialkreditpunktzahl. Wenn sie Propaganda in ihre Spiele einbringen, bekommen sie Sonderkapital. Das ist ein Fakt, den ich nicht erfunden habe. Ja, er hat das Wort Propaganda jetzt gesagt. Das kann ich jetzt auch von meiner Bingo-Liste streichen. Das Social Credit System, auf Deutsch sozialer Punktesystem, ist eher etwas, was in China ein wirkliches Ding ist. Es handelt hier sich um ein System, das Verhalten von Bürgern und Unternehmen überwacht und diese dann anhand daran bewertet. Dabei wird gutes Verhalten belohnt und schlechtes Verhalten bestraft. Das heißt, das ESG-Rating und der Social Credit System ist etwas komplett Unterschiedliches. Denn beim Social Credit System kannst du bei einer hohen Punktzahl zum Beispiel Zugang zu Dienstleistungen, die besser sind als normale, bekommen oder auch andere Finanzierungen. Wenn du bei einer niedrigen Punktzahl zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen nicht mehr machen kannst, wie Zugreisen oder auch Kredite benutzen. Deswegen, um es leicht zu sagen, das ESG-Rating beinhaltet kein Social Credit System. Es gibt diesen quasi offiziell gar nicht in der USA. Selbst wenn Unternehmen einen niedrigen ESG-Rate haben, werden sie dafür nicht bestraft oder bekommen irgendwelche anderen Einschränkungen. Es hilft einfach nur Investoren zu sehen, wie sich das Unternehmen für gewisse Dinge in den drei Bereichen einsetzt. Ich meine, habt ihr diese Gender-Propaganda hier jetzt gefunden? Wirklich, das ist einfach krass, wie du einfach hier irgendwas laberst. Du hast dir wahrscheinlich ein YouTube-Video darüber angeguckt und hast gedacht, das kann ich übersetzen und nachlabern. Bitte laber nichts, von dem du keine Ahnung hast. Dass du hier das Social Credit System einbringst, beweist, wie ekelhaft du versuchst, dein Narrativ rüberzubringen. Und weil die Leute, die deine Videos schauen, sich nicht genau damit befassen, stimmen sie dir natürlich zu. Muss ich hier wieder diesen Screenshot rausholen oder ist es jetzt klar? Außerdem, als du hier Propaganda ansprichst, warum zeigst du dann einen ESR-Bericht von Microsoft? Ja, die Gender-Propaganda ist ganz bestimmt in einer PDF, in dem Microsoft beschreibt, wie sie umweltnachhaltig agieren. Darin werden Daten über Emissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallmanagement, Recycling,
und andere Umweltaspekte umfasst. Der Typ labert hier von Propaganda, aber verbreitet gerade absichtlich Falschinformationen. Ich glaube, mehr muss ich zu diesem Bullshit jetzt auch nicht mehr sagen. Er will einfach damit sein Narrativ weiter ausspannen. Aber vielleicht hat er ja irgendwelche Quellen verlinkt, die ich mir jetzt mal angucken kann. Und naja, das Einzige, was er verlinkt, ist von Larry Fink. Ein Investmentunternehmen. Der ist nicht mal in der Spielebranche tätig und beweist nicht mal, dass deine Punkte, dass Gender und Geschlecht jetzt in Videospielen mehr vorkommen wegen den ESG-Rating. Der hat nichts mit Videospielen zu tun, der investiert einfach. Und ist auch eigentlich eine umstrittene Person, by the way. Da sie sich politisch ziemlich stark einsetzen könnten. Ich hab dann geguckt, hat er vielleicht noch andere Quellen und ja, hat er. Was ist Video für eine Quelle? What the fuck? Du hast hier nicht mal eine schriftliche Quelle, du verlinkst einfach irgendwelche YouTube-Videos. Junge, verlink doch gleich TikTok. Wir sprechen hier von üblichem Wissen, weil es jeder inzwischen innehat, sofern er nicht mit dem Kopf im Sand vergraben ist. Vielleicht solltest du mal deinen Kopf ausgraben, weil das würde dir gut tun wegen so viel Hass. Und vielleicht psychisch ungesund sein, ne? Das heißt, er kann hier gar nicht nachweisen, ob das wirklich so ist. Und es ist mir wirklich ein Genuss, beiläufig zu erwähnen, wie groß der Aufschrei gegen Hogwarts Legacy war, an den sich doch so viele beteiligten in den sozialen Medien. Hogwarts hätte boykottiert werden. Jetzt geht er wieder auf Harry Potter ein, den gleichen Fehler nochmal machen, ja, bla bla bla. Das kennen wir ja schon, das kennst du ja auch. Was auch viel offensichtlicher ist, die Marketingabteilungen der jeweiligen Unternehmen wissen durch die vorangehende Marktforschung, auf welche Zielgruppen die Werbekampagne für die jeweiligen Titel angepasst wird. Vermarktet wird auf dem Cover die maskuline Machtfantasie, während der Inhalt so angepasst wird, dass der eigene Bericht an die Ratingagenturen gut aussieht. Durch die Rückschläge in der Vergangenheit haben Publisher gelernt, einfach in den Spielen weiterhin die ESG-Checkliste inhaltlich abzuarbeiten und beim anschließenden Marketing dann einfach nichts mehr davon zu erwähnen. Und ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich zu dem Punkt sagen soll. Mir fehlen einfach wirklich die Worte. Was ist jetzt hier anders als hier? Du kannst einfach einen Hauptcharakter zwischen männlich und weiblich wechseln. In Assassin's Creed Odyssey haben die das ein bisschen cooler umgesetzt, weil die zwei Charaktere wirklich existiert haben und so auch in der Story ein bisschen harmonieren. Hier kannst du halt einfach nur einen weiblichen Ivor oder einen männlichen Ivor auswählen. Und das beeinflusst gar nichts, du hast ja trotzdem die Wahl. Wenn du den weiblichen Charakter nicht fühlst, dann spiel halt den männlichen. Wirklich, der Typ, der hat damit ein Problem, dass du entweder zwischen männlich oder weiblich aussuchen darfst. Ich wette, der hat auch Star Wars Outlaws dafür kritisiert, dass du nur eine Frau spielen darfst. Doch, ich verstehe jetzt auch nicht, was der Punkt ist. Denn was ist jetzt genau richtig? Männlich oder weiblich? Oder Körpertyp A oder Körpertyp B? Wieso kannst du nicht einfach ein Spiel genießen? Das ist eine Anfangsentscheidung, die dich dann im ganzen Spiel gar nicht mehr beeinflusst. Du kannst ja trotzdem männlich sein. Du wirst ja nicht immer permanent im Spiel gefragt, willst du deine Entscheidung ändern? Und wenn dann doch mal ein westlicher Titel an den beispielsweise chinesischen Markt angepasst wird, findet man plötzlich keinerlei Diversität oder Toleranzbotschaften mehr in dem Titel. Was für ein komischer Zufall. Könnte es daran liegen, dass genau dieses Publikum nicht vergrault werden möchte? Dass diese vom Kapitalismus motivierten Leute gar nicht hinter diesen Botschaften stehen? Ich für meinen Teil komme nur zu einer Schlussfolgerung. AAA Gaming wurde endgültig zum Inbegriff der Heuchelei. Ach was, Publisher stehen nicht hinter diesen Botschaften, wollen nur unser Geld? Du weißt hoffentlich, dass Wokeness gegen Kapitalismus ist. Und dagegen auch vorgehen möchte. Dass Spiele im chinesischen Markt angepasst werden, liegt teilweise daran, dass die Spiele sonst gar nicht da veröffentlicht werden dürfen. Besonders Tencent versucht die Spiele so umzuschreiben, dass man zum Beispiel kein Blut, keine Knochen sieht. Tun sie damit etwa die Geschichte umschreiben? Unsere menschliche Biologie? Oder andere politische Messages, die sehr wichtig sind? Zum Beispiel hat Tencent dafür gesorgt, dass Blizzard jemand aus dem Turnier rauswerfen müsste, der Free Hong Kong gesagt hat. In einer verzwickten Situation, wo Menschen wirklich von Polizisten angegriffen werden. Nur wegen Demonstrationen. Aber hey, deine Quellen sind ja auch ziemlich gut. Ich nehme alles zurück. Einfach endgültig geschlossen. Im Falle von Naughty Dog wurden sogar führende Mitarbeiter gezielt entlassen, da sich Widerstand gegen die Umsetzung der kommenden Titel hin zu einem von Woke-Propaganda überzogenem Spiel geregt hat. Die Ironie an all dem ist, die Person, welcher resigniert wurde, ist eine Frau, Amy Hennig. Ihren Plänen nach sollten die bei den Fans beliebtesten Figuren weiterhin wichtige Rollen in der Fortsetzung von The Last of Us und allen voran der Uncharted-Reihe spielen. Nachdem sie aus dem Unternehmen resigniert wurde, war die Bahn aber frei. Anstelle der geplanten Figuren wurden rücksichtslose LGBTQ-Charaktere in die Spieler gebracht. Die neuen Figuren waren selbstsüchtig, aggressiv, brutal und empathielos. In allen Fällen stand es auf der Agenda, die von nach ihrem Rauswurf für ihren Teil ins Herz geschlossene Charaktere plötzlich entgegen aller vorangehender Charakterentwicklung als Versager darzustellen, sie schlimmstenfalls sogar einfach direkt zu Beginn des Spiels auszulöschen. Und natürlich nur ganz zufällig sind die Charaktere, welche auf der Abschussliste der neuen Storyschreiber standen, alle männlich mit hellem Hautton und waren es deshalb in den Augen der neuen Produzenten gar nicht erst wert, ein würdiges Ende zu finden. Die ursprünglichen Schöpfer von The Last of Us und Uncharted sind gar nicht mehr vollständig in die Entwicklung der Reihe involviert. Auf das Spiel wird nur noch der Name gestempelt. Also ich weiß nicht, was du jetzt kritisierst.
Ich glaube eher, das Problem, was du hast, ist einfach schlechtes Storywriting. Weil das kristallisiert sich ein bisschen hier heraus, dass du einfach die Story nicht interessant genug findest. Oder sie auch schlecht geschrieben ist. Trotzdem wirkst du so, als hättest du eine komplette Abneigung gegen LGBTQ, Transpersonen, Homosexuelle und so weiter, was es nicht auch noch so gibt. Das... Ist dieser Hass noch gesund? Du hast einfach eine gewaltige Abneigung und das merkt man in diesem Video voll hart. Du kritisierst nämlich Storywriting, also sehr schlechte Story, und schiebst das direkt auf die LGBTQ-Community? Hä? Unternehmen Naughty Dog verlassen haben. Immer war die Rede von kreativen Differenzen. Differenzen mit Neil Druckmann, welcher anschließend die kreative Leitung über die Projekte übernommen hat. Und was darauf folgte, haben wir ja dann in Uncharted und The Last of Us 2 gesehen. Neil Druckmann hat sogar sich selbst als Figur in The Last of Us 2 mit implementiert. Dem Spiel, in welchem die Helden aus dem ersten Teil von hier auf jetzt als Versager und Schwächlinge dargestellt wurden. Natürlich nur die Figuren, welche männlich waren und weiße Hautfarbe. Also der eigentliche Hauptcharakter Joel und sein Bruder Tommy. Die Figur, welche Neil Druckmann selber darstellte, hat dabei nach dem Ableben von Joel auch noch auf ihn draufgespuckt. Leute, hört jetzt genau zu. Dieser Typ hat sich selbst ins Spiel implementiert, um uns allen klarzumachen, dass er auf Joel spuckt und damit auch auf die Figur, welche die früheren Storywriter erfunden hatten, der Joel, für welchen wir Fans eine Fortsetzung seiner Geschichte und auch sofern seine Geschichte enden muss, auch ein würdiges Ende erhofft hatten. Dieser Mann spuckt genauso auf deine Lieblingscharaktere, so wie du auf die LGBTQ+-Community spuckst, die einfach mal akzeptiert werden wollen. Und du befeuerst das mit deinem hässlichen Drecksvideo. Ich habe nicht dich hässlich und dreckig gemeint, ich habe das Video gemeint. Und deine Aussagen. Wie du selber sagst, dieser Typ hat sich selber ins Spiel eingefügt und spuckt auf einen beliebten Charakter. Alter, heuleise, kritisier den Mann, der das so gemacht hat und nicht die LGBTQ-Community. Du tust so, als hätten die LGBTQ-Leute gewollt, dass das passiert. Ja, vielleicht ist das scheiße, was da passiert ist. Ich habe The Last of Us nicht gespielt. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Aber ein Tod von einem Charakter muss nicht immer ehrenvoll sein. Das kann auch total asozial sein, dass man Hass genau auf diesen Schurken bekommt. Aber wie gesagt, ich kann das nicht wirklich beurteilen, ich habe es nicht gespielt, ich kenne die Charaktere nicht. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren dazu. Ich kann verstehen, dass du hier vielleicht kritisierst, ja, das ist scheiße geschrieben, aber das hat doch nichts mit der Wokeness zu tun. Der Typ ist einfach nur ein Vollidiot. Es ist einfach das Problem an schlechtes Storyschreiben und nicht das Problem an LGBTQ oder Wokeness. Ich glaube wirklich, dieses Interdiktionsproblem, was du hier ansprichst, ist nicht auf die Videospielfirma bezogen, sondern auf dein eigenes Video. Anfangs schwurbelst du irgendeine Scheiße rum, regst dich über die Geschlechterauswahl aus, dann auf den Charakter-Creator, gehst dann in Richtung Kapitalismus, verbreitest Falschinformationen, um dann Kritik an große Publisher zu machen, die Spiele einfach pushen und fertig rausbringen, und dann geht's plötzlich um schlechtes Storyschreiben. Was will dein Video jetzt davon sein? Video A, Video B, Video C, Video D, Video what the fuck? Zum Schluss muss ich noch anmerken, wie sehr es mir missfällt, wie Charaktere inzwischen dargestellt werden. Von der Ästhetik aus der Vergangenheit ist einfach kaum noch etwas übrig. Sehr wahrscheinlich soll auch hier die politische Botschaft der Inklusivität vermittelt werden. Er zeigt im Video auch oft einfach Starfield. Diese Random-Ass-Charaktere, die niemand juckt. Starfield ist einfach kein gutes Spiel. Das ist einfach so hohl, Alter. Publisher und deren Entwickler immer wieder auf die eine oder andere Art euch die wichtige Toleranz- und Inklusivitätsbotschaft aufs Auge drücken. Und gleichzeitig kommen dieselben Firmen mit irgendwelchen Exklusivdeals um die Ecke, sodass beispielsweise Starfield gar nicht auf der PlayStation erscheint, womit automatisch eine sehr große Gruppe der Gamer einfach mal komplett ausgegrenzt wird. Okay, was haben Exklusivverträge mit Identitätspolitik zu tun? Wer nicht weiß, was Exklusivverträge sind, das macht zum Beispiel Epic Games manchmal. Dass sie zum Beispiel Entwickler dafür einen guten Vertrag geben, wenn sie das Spiel nur auf deren Plattform veröffentlichen. Dieser Vertrag geht meistens so ein Jahr oder länger. Und das macht zum Beispiel auch Sony und Xbox, damit halt Leute auch die Konsole benutzen oder auch deren Plattform. Denn damit verdienen sie einfach viel mehr Geld. Zum Beispiel Epic Games kann auch sein, dass du die ersten 3 Monate 0% Abgaben an den Store geben musst. Nur weil du dein Produkt auf dieser Plattform bereitstellst. Und das auch nur auf dieser Plattform. Du redest hier einfach von Ausgrenzung, weil eine andere Plattform oder Konsole das Spiel nicht spielen kann. Hey, das ist doch einfach total Ironie, ich habe keinen Bock mehr. Aber hey, mit The Last of Us werden ja auch die Xbox-Spieler ausgegrenzt. Ach ja, unsere Publisher und Entwickler, die ja so sehr für eine inklusive Gesellschaft kämpfen. Wenn diese Leute wirklich dafür kämpfen würden, dass es keine Unterschiede mehr gibt, dann würden sie nicht mal irgendwelche Exklusivverträge in erster Linie abschließen. Alter, hier könnte eine Beleidigung stehen. Okay, ich habe mich jetzt fast beruhigt. Aber das kann der Typ doch nicht ernst meinen, oder? Er verbindet jetzt Exklusivverträge mit Inklusion,
weil irgendein Konsolenspieler dann Starfield nicht spielen kann. Das ist für dich Ausgrenzung? Ich meine, da ist ein Schwarzer, der unter Rassismus leidet. Oder eine Transperson, die die ganze Zeit mit transfeindlichen Beleidigungen angegriffen wird. Ja, gar nicht mal so schlimm, oder? Ich meine, die armen Konsolenspieler, die können kein Starfield spielen. Die werden einfach total ausgegrenzt. Bitte hör auf, Videos über politische Themen zu machen und spiel einfach weiter Subnautica auf Twitch. By the way, in Subnautica steckt das Wort Sub drin. Wieso spielst du das? Denn hier auf dem Cover ist ja keine maskuline Männlichkeit. Wieso heißt es nicht Domnautica? Um uns allen klarzumachen, dass er auf Joel spuckt. Die heutigen Macher von The Last of Us sind nicht mehr dieselben wie von Teil 1. Diese Leute spucken auf euch, Fans. Und sie machen nicht einmal ein Geheimnis daraus. Nutzen. Wenn einem ins Gesicht gespuckt wurde, kann es auch sein, dass die eigene Sicht vielleicht ein bisschen verwaschen ist. Langsam glaube ich, dass er ihm ins Gesicht gespuckt hat. Wegen seiner Sicht ist ja wirklich sehr verwaschen. Ich meine, wenn man so viel Hass und Hetze verbreitet gegen eine Community, die damit gar nichts zu tun hat, dann what the fuck? Diese Leute sind außerstande, etwas Wertvolles zu visualisieren oder die Bedeutung von Kunst zu deuten. Entsprechend respektieren sie Kunst auch nicht und wollen diese verändern und wenn nicht möglich, gleich ganz zerstören. Ich glaube eher, du hast keine Ahnung von Kunst. Während der Typ auf dich spuckt, spucke ich wirklich wegen deinen Aussagen in den Eimer. Außerdem bezieht sich Kunst immer auf die aktuelle Lage. Das erkennt man zum Beispiel, dass hier Griechen sich beim Kacken in die Augen schauen konnten. Das ist eine sehr wichtige Message. Kunst bezieht sich halt wirklich immer auf die aktuelle Lage und soll auch ein Gefühl ausdrücken. Das zeigt einfach, dass du keine Ahnung von Kunst hast und nicht die Woken. Denn ein Spiel zum Beispiel zu erschaffen, wo zum Beispiel Themen wie Rassismus oder so weiter thematisiert werden, ist Kunst, die geschichtlich dargestellt wird. Denn wir als weiße Person können wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie schlimm Rassismus eigentlich wirklich ist, was das N-Wort in dir zum Beispiel auslösen kann. Und wenn wir das in Videospielen oder in Filmen oder auch in Songs, aber auch in YouTube-Videos dargestellt bekommen, dann können wir sowas sogar besser nachvollziehen, wie sowas sein kann. Und sowas ist dann halt auch Kunst. Bringen. Sind es die Figuren, die im Rahmen der Handlung gemeinsam mit uns Spielern über sich selbst hinauswachsen und Herausforderungen meistern? Oder sind es irgendwelche rücksichtslosen, brutalen LGBTQ-Charaktere, welche einfach nur irgendeine scheinbare Minderheit vertreten sollen und dabei auftreten, wie es unsympathischer kaum sein könnte? Und nachdem er das gesagt hat, habe ich mich jetzt entschlossen, auch wenn das Video noch nur ein paar Minuten geht, sein Drecksvideo abzubrechen. Es macht mich persönlich wirklich traurig, das anzuschauen. Es war sehr anstrengend und dabei gehöre ich nicht mal zur LGBTQ-Bewegung. Ich bin einfach nur ein Typ, der das supportet. Allein als dann diese Aussage kam, wie sehr es mir missfällt, wie Charaktere inzwischen dargestellt werden. Von der Ästhetik aus der Vergangenheit ist einfach kaum noch etwas übrig. Sehr wahrscheinlich soll auch hier die politische Botschaft der Inklusivität vermittelt werden. Ich will hier nur vorsichtig anmerken, dass ich es nicht für gut halte, wenn dabei auch ein ungesunder Lebensstil repräsentiert und als normal dargestellt wird, ohne jetzt noch näher auf das Aussehen moderner Videospielfiguren eingehen zu wollen. Was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass Videospielfiguren vor über 10 Jahren noch deutlich besser ausgesehen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Denn er geht halt nicht genau drauf ein. Er blendet einen Charakter, der maskulin aussieht und sagt dann, dass er einen ungesunden Lebensstil nicht supportet. Dann zeigt er wieder Starfield-Charaktere und dann zeigt er sein Thumbnail. Also was meinst du jetzt damit genau? Du lässt einfach deine Punkte so offen, dass man die so komisch interpretieren kann, dass du transfeindlich sein könntest. Aber um fair zu sein, ich vermute einfach mal, dass du gesagt hast, ja, Übergewicht, ungesund, das wird in Videospielen dargestellt. Ob es positiv dargestellt wird, ist eine andere Sache, aber ich verstehe dich nicht. Schockiert es mich sogar wirklich sehr, dass deine Kommentare das gar nicht hinterfragen, die stimmen dir sogar zu. Mich wundert es auch nicht, dass da Stolzmonat-Idioten in seinen Kommentaren rumlungern. Ich will das Video hier erstmal beenden. Ich habe hier viel gesagt, das Video geht wahrscheinlich eine Stunde. Und es schockiert mich einfach. Ich sitze hier am Skript und frage mich, ob Apple wirklich diese Meinung vertritt oder es nur sagt, weil es der Mainstream gerade so will. Denn Wokeness wird gerade wegen allen Punkten angegriffen, egal wie dumm der Punkt ist. Alles ist woke, alles Wokeness ist schlecht. Ich meine, es war ja nicht alles direkt scheiße am Video. Mit den kapitalistischen Themen hat er ja recht mit den AI-Studios, dass sie mehr Geld machen wollen. Aber dass du alles direkt auf diese Wokeness beziehst, ist einfach nicht richtig. Nimm doch einfach den Aluhut ab und versuch darüber mal richtig nachzudenken, ob deine Aussagen wirklich Sinn machen. Denn du hast damals schon bei The Day Before eine riesen Verschwörung reininterpretiert. Ach ja, by the way, du solltest vielleicht auch mal dein Impressum anpassen. Da fehlt, glaube ich, ganz besonders die Adresse, denn das ist kein gültiges Impressum. Und theoretisch könnte dich jetzt jeder dafür anzeigen. Was ist aber deine Meinung? Denkt ihr, dass Entwickler das extra machen oder denkt ihr, dass es einfach der Wandel der Zeit ist? Dass wir Minderheiten in Spiele einbauen,
damit diese mehr normalisiert werden. Würde mich mal interessieren, wie eure Haltung ist. Falls ihr aber Spiele habt, was auch ein bisschen extrem ist, könnt ihr das auch gerne kritisieren. Aber denkt daran, macht das mit Respekt und nicht mit Hass. Denn so wie es Apfel gemacht hat, ist das eher als Hass zu betiteln. Wenn du sagst so, hey, guck mal, hier in The Justice League, da ist ein Charakter, der ist jetzt schwarz, aber der war davor weiß. Das macht gar keinen Sinn, die Erklärung ist schwammig. Okay, das kannst du als Kritik machen, aber nicht zu sagen, hey, guck mal, die haben mir extra einen schwarzen Charakter eingefügt. Ihr könnt mir aber auch andere Videothemen in die Kommentare schreiben, denn ich bin sehr gespannt, über was ich noch so alles recherchieren kann und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ob ich noch ein anderes Video von ihm anschaue, weiß ich nicht, weil es war jetzt wirklich anstrengend. Bis dahin, schaut auch gerne meine anderen Videos und folgt mir auf Twitch, denn ich streame fast täglich verschiedene Spiele.